Hallo ihr Lieben, na, ich hoffe, es geht euch gut. Ich dachte, ich nutze mal das schöne Wetter, den Feiertag, den Karfreitag, um mich bei euch endlich zu bedanken. Und zwar für eure mega Unterstützung und all diesen lieben Posts, beziehungsweise Kommentaren unter meinen Posts. Ganz besonders der letzte Post mit der Erinnerung zu Let's Dance. Da haben mich eure Kommentare total umgehauen. Also ich war überwältigt, wie viele Menschen noch an mich denken, sich immer noch wünschen, dass ich zurückkomme zu Let's Dance und es ist einfach unglaublich. Also ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich war einfach nur unglaublich glücklich und auch ein bisschen überrascht. Und es ist Wahnsinn einfach nur. Also da kann ich nur Danke sagen. Und ohne euch, wäre ich auch gar nicht, glaube ich, so weit gekommen. Also das ist so wichtig, eure Unterstützung auch für mich und auch zu sehen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das ist Danke. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, also Let's Dance, ich meine, ihr wisst, es läuft ja schon wieder. Also dieses Jahr bin ich leider nicht dabei, aber es sind ganz, ganz tolle Leute da. Und fleißig schauen, fleißig Daumen drücken auf jeden Fall. Und ist ja auch ein grandioses Format, wo die Kandidaten wirklich viel leisten müssen. Und ich muss sagen, ich habe das immer als eine unglaublich schöne Zeit empfunden und ich habe ganz tolle Erinnerungen daran. Und die 4 Jahre, wo ich dabei war, möchte ich auf gar keinen Fall missen und ich bin so dankbar dafür. Und eine Wahnsinnserfahrung. Und klar, ich wäre auch gern nochmal dabei. Also vielleicht, wer weiß, lädt mich ja RTL nochmal ein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wäre dabei, ich wäre bereit. Und wer weiß, was alles in der Zukunft noch kommt. Dieses Jahr, wie gesagt, nicht. Aber dafür habe ich dieses Jahr ein eigenes, kleines, großes, privates Projekt. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Und zwar bin ich nämlich schwanger. Und das dritte Tänzerbaby ist unterwegs, nach Isabel, meiner lieben Freundin, dann Mozzi, die das ja jetzt bekannt gegeben hat letzte Woche und jetzt halt, ich auch noch. Und wir freuen uns wahnsinnig auf unseren Nachwuchs und das wird eine ganz besondere, wichtige Zeit auch für uns und ich wollte es einfach mit euch teilen, euch es wissen lassen und noch einmal Danke sagen. Und euch allen wünsche ich ein super schönes Wochenende, einen schönen Karfreitag. Passt auf euch auf und bleibt einfach alle, wie ihr seid. Danke. Bis denn.